So, dann Fragestellung: Wie würde ich mich während eines akuten Colitis ulcerosa-Schubs ernähren? Und grundsätzlich ist es erstmal so, durch diese blutigen, schleimigen Durchfälle verliere ich viele Dinge, insbesondere Wasser und Eiweiß, das muss ich ausgleichen. Und bitte, wenn Sie Eiweiß ausgleichen, denken Sie dran. Natürlich bitte kein entzündungsförderndes Eiweiß nehmen, sondern wir sprechen hier über lektinfreie Ernährung, es sollte entzündungshemmendes oder neutrales Eiweiß sein. Dann ist es so, dass durch Blut, das verloren gehen kann, man natürlich den Blut- und Eisenverlust kompensieren muss. Da muss man drauf achten. Gleichzeitig muss man aufs Gewichtmanagement achten, dass diese Patienten nicht zu leicht werden. Aber das ist was Langfristiges. Sobald ich einmal die Colitis ulcerosa ernährungsmedizinisch im Griff habe, wird sich dieses Problem zum Glück hoffentlich nicht so stellen. Ich möchte aber noch als eine Alternative vorstellen, wenn ich jetzt jemanden habe, der für den eine lektinfreie Ernährung erstmal keine Alternative ist, aber der braucht jetzt einfach mal ein Tool. Ich bin großer Freund von Fastentherapie und auch das ist etwas, dadurch, dass Fasten ja keine Lektin enthält, per Definition, den Patientenhandbuch von mir haben, als sie mein Patient geworden sind, gibt es verschiedene Art und Weisen, indem sie Teil von unserer lektinfreien Gruppe sind, indem sie in meiner Praxis sind, indem sie Videosprechstunde vereinbaren oder indem sie bei uns über drgerasch.de/online Blut- oder Stuhltest gemacht haben, haben sie ein Patientenhandbuch von mir bekommen. Und da finden Sie, ich glaube, Seite 110 in der aktuellen Auflage beschrieben, wie eine Fasten-Mikroernährung funktioniert. Wenn Sie nach dem Schema folgen, die ist auch lektinfrei gebaut, ist es etwas, was stark antientzündlich wirkt und was meistens auch gerade akute Entzündungsreaktionen sehr gut zum Stoppen bringt, inklusive Colitis ulcerosa Schüben. Also das ist auch so eine der Optionen, die man dann ziehen kann. Aber letztlich möchte ich gucken, dass das idealerweise der letzte Schub meines Lebens war und ich versuche meine Ernährung, ich versuche ursächlich so ranzugehen, dass ich die Probleme davon gelöst kriege, meistens eben durch eine gute lektinfreie Ernährung.